Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zum Digital Blackmagic Channel. Mein Name ist Christoph Esch. Heute werde ich zeigen, was man mit einer ausgebauten 2,5 Zoll Festplatte noch so anstellen kann. Die Platte kann entweder übrig bleiben, wenn man einen Laptop aufrüstet mit einer SSD oder zum Beispiel eine alte SSD mit 64 oder 128 GB aufgrund ihrer Kapazität ausgewechselt wird. Ich werde zeigen, wie man die Festplatte in einen externen Rahmen installieren kann und so ein USB-Speichermedium bekommt, was relativ günstig ist. Zum Beispiel bei Amazon gibt es diese externen Gehäuse für unter 10 Euro. Viel Spaß beim Video. So, als nächstes brauchen wir natürlich für den Computer, wenn er dann einmal neu installiert ist, ein Backup-Laufwerk. Dafür brauchen wir eine handelsübliche Festplatte und ein externes Laufwerksgehäuse. Das Laufwerksgehäuse ist sehr einfach. Hier kommt's raus aus der tollen Tüte. Jetzt kann man es hier aufmachen, etwa so. Dann ist es hier so auseinander zu schieben und dann legen wir einfach die Festplatte rein. Hier hinten ist die Schnittstelle, die Festplatte hält und der Rest ist so eng, dass es sich nicht bewegen kann. Und wenn man hier drüber jetzt den Deckel noch drüber schiebt, ist das Thema mit der externen Festplatte direkt erledigt. Weil sie ist jetzt hier drin, kann nicht hin und her, zumindest nicht großartig. Und jetzt kommt sie wieder hier in diese Tüte rein, dann wieder in die Kiste und dann lege ich sie zum Laptop dazu. Jetzt ist klar, was man mit alten Festplatten tun kann, solange sie noch in Ordnung sind. Also es gibt keinen Grund, sie wegzuwerfen. Ein USB-Stick in der gleichen Größe wäre sicher teurer als 10 Euro. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal gerne. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Video.